gibt nichts Schöneres für alle, wenn sie zwei Tage vorbereitet haben, wenn es wieder grün wird. Ich bin Marc Studach, bin der Hackring-Keeper vom FC Basel. Wir haben diese Woche den alten Platz rausgenommen und einen Igelnagel neu gelegt. Am Montagmorgen haben wir die ganzen Ränder rausgeschnitten, angeschnitten vom Kunstrasen zum Naturrasenplatz, dass wir den Abstand haben, dass wir mit den grossen Maschinen fahren können, wo wir das mit der ersten Equipe dran waren, die zweite Equipe hinten die Kunstrasse geschützt. Weil wir kommen ja mit dem ganzen Material auf einer Seite rein und gehen mit dem ganzen Material auf der anderen Seite wieder raus. Dann haben wir ja eine dritte Firma eingekauft, für die Arbeiten zu erledigen. Die haben ja am Montag durch den Tag verzollt mit den Maschinen und sie angerückt. Die haben am 3 dann die Maschinen abgeladen und am 4 haben wir noch angefangen rauszuschellen. Schellen heisst, es läuft ein Messer auf 9 cm unten durch. Es wird hinten aufgeschoben. Hinten ist eine grosse Fräse, die das Material verkleinert und nachher auf eine Förderbank leitet und hinten raus auf einen Anhänger geht. Das ist eine der schnellsten Varianten, weil von Hang und mit einem Bagger kannst du das in dieser Zeit gar nicht machen. Dienstag, morgen um 7:30 ist die ganze Crew angerückt. Man hat dort weitergemacht, wo man aufgehört hat. Man hat angefangen weiter schellen auf die 90 mm runter. Im gleichen Zug ist eine neue Drahtschicht angeliefert worden, die man später reinnimmt, für die das neue Plano machen. Die hat man nebendran deponiert und los ein. Darüber haben wir, wo gefräst war, mit dem Verifizierer Löcher gemacht und auf 20 cm ausgebrochen. Verifizieren tun wir eigentlich vorwiegend, um Wasserkanäle zu machen, um die Wasserdurchlässigkeit zu fördern, plus natürlich, um Luft in den Boden hineinzubringen. Eine Wurzel ohne Luft, die stirbt ab. Und darum machst du in verschiedenen Tiefen immer wieder verschiedene andere Loch. Später haben wir dann den Dünger aufgebracht, den lasse ich ein, Plan eingezogen, die erste. Da hat er in der Mitte einen Laser aufgestellt und das Planierschild ist lasergesteuert. Und so kann er schön die Schrägen überall machen, rings um den Platz. Die Planie ist nicht wie eine Scheibe, die ist nicht gerade, sondern das ist eine Walmdachplanie. Die ist mit 0,78783. Das ist vorgegeben von der Liga, wie viel das man haben muss. Der Walmdach, muss man sich vorstellen, ist auf 4 Seiten geneigt. Das ist eigentlich eine Vorgabe, weil man sagt, wenn ein starkes Gewitter kommt, wird das Wasser ablaufen. Am Mittwoch am Morgen haben wir noch die restlichen Arbeiten fertig gemacht, die wir noch nicht erledigt haben vom Dienstag. Und sehnsüchtig natürlich gewartet, bis wir die ersten Telefone haben, dass der neue Rasen über den Zoll ist, weil das immer heikel ist. Weil man nicht weiss, bleibt er hängen oder geht er schön durch, obwohl das alles sauber vorbereitet ist. Auch. Und wie es wollte, haben wir Glück gehabt und es war toll gewesen. Am 11 Uhr ist der erste Tag gestanden und wir haben, wie es immer ist, das erste die Tür aufmachen und mal reinschauen, was hier kommt. Das ist immer etwas Interessantes. Also für mich sehr interessant, weil ich dann weiss, ja, es ist das, was wir wollen. Dann haben wir natürlich so schnell als möglich alles abladen und anlegen. Es gibt nichts Schöneres für alle, wenn sie zwei Tage vorbereitet haben, wenn es wieder grün wird. Noch schnell auf Verlegetechnik zu sprechen kommen. Wir haben hier eine spezielle Verlegetechnik von dieser Firma. Die ist
sehr leicht aufgebaut. Und das ist ja das Beste, was du kannst haben kannst. Wie schwere Maschinen du hast, wie mehr Bodenverdichtung als wir machen, wie mehr haben wir wieder die Wasserinfiltration. So haben wir jetzt wirklich dreirädrige Maschinen, die von Hand geführt sind, die den Rasen abrollen. Und dann einen kleinen Traktor, der mit einem Recher ausgestattet ist, wo wir die Soden, das ist der Teppich, den wir ausrollen, schön aneinander anschiebt, so dicht, dass er gerade verwurzeln kann. Bei den Plätzen, die wir hier legen, da könntest du eigentlich heute legen und morgen darauf spielen. Donnerstag am Morgen haben wir sehnsüchtig natürlich wieder um 7:30 auf den ersten Lastwagen gewartet. Und es war ja so, schön 7:30 in der ersten Ahne gefahren. Dann ist das ganze Rösslisspiel wieder angelaufen, jeden Mal wieder an seine Position. Dann hat man wieder angefangen ausladen, verteilen, reinfahren, legen, zudrücken, reinschneiden. Am Schluss, wenn wir die letzte Bahn reinschneiden, dann tut man zuerst mit einem Messer die 1,20 Meter rausschneiden gegen die andere Seite und das entfernen, dass man noch die letzte Bahn reinlegen kann und die sauber passt. Und das haben wir heute um 3:45 können machen. Und so sind wir eigentlich wieder putzt und gestrehlt und sind wieder grün auf dem ganzen Platz. Wir sind immer froh, wenn natürlich die letzte Bahn geleitet ist. Dann wissen wir wieder, wir haben einen neuen Platz bekommen. Wir dürfen wieder etwas Neues anpflegen, was sehr spannend ist und sehr interessant. Und sind jetzt sehr happy, dass wir fertig sind und auch hegen und pflegen, wie wir die anderen alle gemacht haben.